Oh, krass. Das gute Risotto. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir mal einen komplett eine andere Waffe probieren sollten. Ich mag aber eigentlich die Waffen, die so... die so eine gute Reichweite haben. So ein Curved Sword ist halt... Damit ist der erste Heiltrank schon wieder weg. Ey, die Gegner sind einfach der Hammer! Und sie sehen fucking creepy aus. Komm her, du. Ja, klar. Das ist ja mal schon das dritte von diesen komischen Schwertern. Also die Gegner können mit diesen Schwertern auf jeden Fall was anfangen. Weil die Typen mit den Schildern sind noch ätzender als die ohne. Yes! Das volle Programm.
Nee, so habe ich es nicht gemeint. Also ich glaube, man kann so ziemlich alles zweideutig, mehrdeutig. Wow! Ich bin sehr froh, dass ich nicht meine Sachen bügeln muss und so Zeugs. Mal gucken, das kommt bestimmt auch noch. Gebügelt sich die ja natürlich. Die geben alle so krass viele Seelen. So, jetzt kommt der Dude da oben wieder. Yes! Perfekt! Halt mit Ausnahme von irgendwie Hochzeit oder sowas, wo man dann irgendwie so ein gebügeltes Hemd haben muss. Ich hoffe, die kommen nicht hier hoch, sondern die laufen einfach vorbei. Also bei den Patrouillen jetzt eventuell einfach ausweichen. Ach so, heißt das quasi, hier läuft jetzt demnächst so einer lang? Und es ist ein Hinweis, dass man sich da fernhalten muss und es geht darum, den auszuweichen und gar nicht gegen die zu kämpfen? Ich check's nicht. Oh Mann, ich bin echt manchmal, wie gut hier der Boden aussieht. Schlammige Boden. Stürze ich mich jetzt auf den oder lasse ich den einfach in Ruhe? Ah, Feuer! Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. But my duty must be done.
even alone, as an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this. Recompense for my foolish request. Ja, Horace war irgendwie sein Kumpel. Und den haben wir beide nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, den kann man wahrscheinlich auch irgendwie finden. Aber der ist verloren gegangen und ich habe ihn nicht gefunden. Ah, you are brave indeed. To face your... I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Ah, I would do well to... May the flame... So, dann gucken wir mal, was das für ein Ring ist, den er uns gegeben hat. Creature that ravaged Astora. Sword of one most noble. Ja, ich bin auch immer noch am überlegen, ob wir nochmal zurückgehen und ihn dann noch suchen. Proof of a conquered kept. So, Blood Drain Shrunken Ear. The earless corpses of the guilty will be left behind as a warning to others, inspiring both fear and respect for the gods. Such is the eternal mandate of the Dark Sun. Ja, die Frage ist jetzt, gehen wir hier weiter? Oder gehen wir nochmal zurück? Cluster of Knights? Achso, Online-Play-Item. Kommen wir denn jetzt hier schon wieder raus? Oh Mann, wie es einfach immer tausend Wege gibt. Da weiter. Ich krieg sie nicht kaputt, ich treff sie nicht. Nimm noch einen Schluck. Hui! Ey, fehlerhafter Name. Rusted Gold Coin. K.
Okay, mehr scheint hier aber auch nicht zu sein. Ach, das ist wie unnötig viel Heiltränke verballert. A rich man lost his fortune, but it returned to him twofold. Was swift to squander his retrieved fortune, smugly confident that it was bound to double once again. Ach, krass. Das ist schön. Ach, die Viecher. Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer mal wieder erstaunt, weil ich ja so viele ältere Spiele spiele und wenn ich dann mal ein aktuelles Spiel spiele, weil es jetzt auch nicht so frisch ist, aber schon ganz geil. Ach, davon können wir noch 2 Stück verbrennen. Oh, wie cool. Das macht unsere Heiltränke besser. Ich glaube, das Spiel ist von 2016. Jetzt auch nicht so brandheiß, aber... So, das müssen wir zu Hause machen. Na, dann machen wir es schnell. So. Und wieder zurück. Dann gucken wir uns jetzt erstmal nochmal die Kirche an. Dann will ich nochmal vor die Kirche. Jetzt haben wir wenigstens wieder einen Punkt, von dem wir mal anfangen. Wir müssen uns nicht nochmal durch alle Gegner kloppen, wenn wir hier sterben irgendwo. Hier ist irgendwie einfach nix. Ist irgendwo ein Geheimgang? Ja, ich brauche leider immer beide Hände für den coolen Speer hier. Ja, die Lichteffekte waren in Dark Souls immer besonders gut. Die waren halt auch im zweiten schon sehr gut. Was sie, finde ich, hier besonders gut hinbekommen haben, sind die Gegenden.
Also allein wie gut das Startgebiet aussieht. Sieht echt aus wie so ein Concept Art. Und gar nicht so sehr wie eine Szene aus so einem Computerspiel. So, wir sind jetzt hier noch gar nicht reingegangen. Nehmen wir an, dass sich das lohnt, sich die Gegend hier auch nochmal anzugucken. Ach, die Gegner haben noch genug Fackeln. Firewood Shell. Ja, sehr schick. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier weiter oder gehen wir erst nach unten? Ach, ich weiß nicht, irgendwie die Gegner hier sind alle so krass. Ich würde sagen, wir gehen doch erst nach unten. Ich habe keine Ahnung, in welcher Richtung es weitergeht. Das hier sieht eigentlich eher aus, als ob es hier weitergeht. Aber vielleicht braucht man dann später noch irgendwie einen Schlüssel oder so und muss dann zurück. Wir gehen erstmal nach unten. Hier ist auf jeden Fall dunkel. Ja? Wenn hier nicht mehr Items liegen, die leuchten immer das, ist hier immer alles sehr schön aus. Jetzt nehme ich Sonne weg. Oh.
So ein Dark Souls-Held könnte echt irgendwie ein ganzes Haus abreißen, indem er einmal da durchrollt. Die wandelnde Abrissbirne. Aber er könnte nicht schwimmen, genau. So, dann klettern wir mal hier hoch. Machen wir da noch. Witzigerweise wäre das hier eine Stelle, wo ich echt mal eine Fackel ausrüsten könnte. Aber dann kann ich mit meinem Speer nicht mehr so krass zu ballern. Das nennt man doch so, wenn man mit dem Speer piekst, oder? Oh Gott! Den hat man ja gar nicht gesehen. Der hier einfach. So, haben wir alles? Wir haben alles. Was ist denn da unten so? Ja, die Frage ist jetzt, springen wir hier einfach runter? Ah jo. Okay, sonst wären wir hier durchgekommen. Okay, hier geht's auch runter und da liegt noch ein Item. Ach Gott, ich hab den doch gesehen! Gegner sind ja super ätzend. Als Steigerungsform der nur normal ätzenden Gegner, die man hier sonst trifft. Oh! Geheimgang! Geheimechse! Ich kam gerade nicht weg! Keine Ahnung! Halt dich! Ein weiterer Geheimgang. Ein weiterer Geheimgang. Sah irgendwie auch komisch aus hier links, oder? Ah.
Klappe. Latgem. So, ich glaube, da können wir nur Waffen upgraden, die dann Blutungseffekte haben. Slurred by Irithal Slaves. Will man auch nicht abbekommen. Jetzt schwimmen hier auch noch irgendwelche fiesen Viecher überall drin. Es wird einfach immer nur widerlicher in diesem Spiel. Keine Gegner? Okay, es sind nur irgendwelche Leichen. Na dann. Dann können wir beruhigt schwimmen gehen. Komisch, das Ding, was voll aussah wie eine Falle, war eine Falle. Ja, so ähnlich. Krass, ist das weitläufig hier. Ich hoffe, man kann hier nicht irgendwie einen falschen Schritt machen und dann ertrinkt man. Weil es dann an der Stelle auf einmal irgendwie zu tief ist. Sind doch auch noch mal zwei solche Viecher, oder? Was ist das da schon wieder? Wir räumen mal erst auf und gehen dann weiter. Okay, das Ding scheint tot zu sein. Ach Gott, ich weiß immer noch nicht, hätten wir noch in die andere Richtung gehen sollen, wären da noch total viele gute Items gewesen. Oder ist das hier schon alles sehr richtig? Das ist genau der Weg, den man gehen sollte. Okay, da unten geht es irgendwie weiter, glaube ich. Okay, da geht es auch irgendwie weiter. Hier geht es auch irgendwie runter.
Das ist der Weg mit dem Fallschirm. Ich glaube, da hinten kommt man wirklich dann lang. Sieht aus wie so ein Weg, an den man dann später kommt. Okay, also entweder wir gehen jetzt da in die Kanalisation oder wir gehen jetzt hier in dieses Schloss. Schloss oder Kanalisation? Ich bin ja irgendwie echt eher für die Kanalisation. Aber wir gucken erst hier rein. Ach, guck mal, da ist ein Feuer. Feuer! Dann erstmal Feuer anzünden und dann Kanalisation. Was ich echt ein bisschen schade finde in dem Spiel, dass es nicht wie im zweiten so ist, dass man auch Fackeln in den Gebäuden findet und die dann anzünden kann. Dass man halt so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich war hier schon, und dass man hier schon war, sieht man auch daran, dass es ein bisschen heller ist. Du bist auch für die Kanalisation, Kalpo? Das ist der Stream für die einfachen Leute. Wir gehen nicht ins Schloss, wir gehen zuerst in die Kanalisation. Wir gehen zuerst dahin, wo es weh tut. Wir gehen dahin, wo es stinkt. Ich hasse diese Gegner, die sind so widerlich. Ja, wenn hier nur Kanalratten wären, dann wäre ich ja zufrieden. Aber irgendwelche knochigen Spinnen mit 1 Million Haaren. So ein bisschen eine Mischung aus der Dame von The Ring. Einem Facehugger. Und einer Spinne. Einer zu großen Spinne. Aber ein gutes haben sie sterben schnell. So gesehen sind sie mir dann trotzdem lieber als diese schnellen Viecher draußen mit den Schwertern. Die waren krass. Das ist manchmal der Vorteil, wenn man alles auf Damage skillt, dass man einfach ordentlich draufballern kann und die dann Gegner dann umkippen. Excrement-covered ashes? What the fuck? Okay, das geben wir gleich unserer Händlerin nachher in die Hand. Hier. Ich hab dir ein bisschen Asche mit Exkrementen mitgebracht. Mach doch immer ein gutes Geburtstagsgeschenk. Oder für den Hochzeitstag. Wieso genau nehmen wir eigentlich die Kacke mit? Throw at enemy to inflict toxin build up. Wir können Gegner mit beschmeißen. High damage over time. Na denn? Dark Souls 3. Bewerft euch mit Kacke. Überleg gerade, das ist zwar ein ganz netter Effekt, aber haben wir vielleicht noch irgendwas Cooleres? Ist eigentlich ganz geil. Immer wenn wir jetzt volle HP haben, machen wir mehr Damage. Wird die Frage, wie oft wir das hinkriegen. Zwei Schläge jetzt nur noch. Wie die Haare hier drin hängen.
Aber hier ist doch gar nichts. Wie sollte man denn hier hingehen? Na gut, dann sind wir hier durch. Guten Nacht, Corvus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe keine Ahnung, was genau das macht, wenn man hier draus trinkt, aber es funktioniert irgendwie. Gab es jetzt eigentlich hier noch einen anderen Weg? Bei den Dingern haben sie so ein bisschen die Textur vergessen. Kommen wir denn jetzt hier raus? Oh, schick. Der Typ da ist wahrscheinlich böse. Sind wir doch im Schloss gelandet. Na gut. Bilder von alten Dark Souls Sachen. Also das ist auf jeden Fall... Oh Gott, wie hieß denn die? Guinevere?